Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 24. April 2023. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor und starten mit einer Blue Box. 13,4 Punkte. Das ist die erste Falle. Gefahr liegt hier. Wir sind dicht beim 50er Zone, das heißt die Mittelnummer, und wir haben ein Daily Pivot direkt bei der Short Order. Deswegen auch hier heute Morgen zum Einstieg in diese Woche kleineres Risiko. 13.583 gehen wir Long, 13.840 gehen wir Short, und wir versuchen diesen Trade dann auch dementsprechend vielleicht auf angepasst zu gehen. Was haben wir für Zielmarken? Zielmarken ist einmal das Gap hier oben, und dann haben wir die Zielmarke, die 15,8, respektive das erste Retracement, das wäre dann bei 15,67, aber das ist zumindest hier schon mal eine Zielmarke. Und in 5 Minuten geht es dann los, und viele Teilnehmer fragen sich: Carlos, wo kommen denn die grünen Boxen? Das sind meine favorisierten Boxen. Wo kommen die grünen Boxen rein? Und auch das kann ich euch im Forecast schon mal geben, aber ohne Gewähr. Bei 15.837 und 22 Short, das heißt tendenziell hier etwas tiefer unter dem Daily Pivot. Gucken wir mal gleich uns das an. Und auch hier gehe ich dann auf den Minutenchart. Und wünsche uns ein gutes Gelingen. So, 11 Sekunden, 10 Sekunden noch bis zum Start. Und ich bin gespannt. Markt ist wieder sehr, sehr ruhig. Und los geht's. Wir sehen auf dem linken Feld einige grüne Boxen. Wir blicken auf dem rechten Chart. Dort haben wir eine Order, die jetzt ausgeführt ist im ersten Trade. Im ersten Trade bei 15.853. Übergeordnet. Für alle, fast alle aktuellen Asset-Klassen ist eher so eine leichte Erholung zu spüren, zumindest heute von den Charts her und von den Kursen, bis auf den DAX. Der könnte sich jetzt nochmal auf den Weg machen, eventuell das Gap, die Kurslücke da oben zu schließen. Garantie gibt es natürlich nicht. Und wir haben bei 69 hier oben, seht ihr, eine Vola-Box. Auch die werden wir, die ist etwas größer, 17,55. Wie kann sowas sein? Ja, das wird ja algorithmisch festgelegt, und die nehmen wir natürlich auch in die Zange. Und wir sind rechts in unserem Eröffnungstrade Long. Long, long, long. Die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. So ist es, Thomas. Und wir stehen kurz vorm Landeanflug. Morgen, Alexander. Ein Punkt fehlt noch. Hier wird gerade gedrängelt. Hier wird gedrängelt.
So, wir sind jetzt im zweiten Trade und wir gehen jetzt auf angepasst, auch bei der Blue Box heute, und wechseln die auch die Vola Box hier. So, zweiter Trade und hier wird der erste Trade angezeigt. So, wir sind im zweiten Trade Short. Die gestrichelte Linie zeichnet uns unseren Take Profit an. Und wir wollen jetzt natürlich mehr mitnehmen. MTX, blicken wir einmal drauf. Na, der läuft Short. Und wir sind jetzt im dritten Trade. Eröffnungsphase der dritte Trade. Wir hatten das ja kurz angekündigt, dass wir